Herzlich willkommen beim Teepapst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas Grömer. Ich bin der Teepapst und heute erfährst du, wie man Tees am besten lagert und was du dabei alles beachten darfst, was du dabei nicht falsch machen darfst. Okay. Wichtig ist, wir reden über Qualitätstees, wir reden über lose Tees oder über Matcha-Tees. Wie lagere ich die richtig? Und in der Küche gibt es ganz viele Plätze, wie du die lagern kannst. Zum Beispiel könntest du die in diesen Cupboards hier lagern, also in diesen Küchenkästchen. Die sind hier geöffnet, aber da gibt es auch geschlossene. Oder in diesen hier, oder in dem hier. Oder lagerst du es auf der Fläche, wie zum Beispiel hier diese Teebeutel. Willst du es hier lagern? So, wie lagert man eigentlich Tee richtig? Um das zu beantworten, musst du verstehen, dass es vier Dinge gibt, die Tee nicht mag. Erstens, Tee mag kein Licht. Das heißt, alles, was nicht geschlossen ist, eignet sich eigentlich gar nicht. Zweitens, Tee mag keine Wärme. Also wenn du hier zum Beispiel eine Kochplatte hast, direkt über der Kochplatte oder direkt neben dem Herd oder direkt neben dem Ofen, direkt bei der Mikrowelle, Katastrophe, Tee mag es nicht warm. Das dritte ist, Tee mag es auch nicht feucht. Also direkt neben dem Wasserkocher zum Beispiel, wo immer Feuchtigkeit rauskommt, wo immer etwas passiert, auch nicht ideal. Oder direkt neben der Abwasch mit viel Wasser, mit viel Spritzen, auch nicht perfekt. Okay? Also wir haben Tee bei Licht, wir haben Wärme, wir haben Feuchtigkeit und die letzte Todsünde sind Aromen. Tee mag keine anderen Aromen. Das heißt, hast du Gewürze normalerweise bei dir zu Hause? Tee mag keinen Gewürzschrank, mag da nicht sein. Okay, das ist mal das Grundsätzliche, wie du Tee aufbewahren solltest. Das zweite ist, in welcher Art von Behältnis solltest du Tee aufbewahren? Ich empfehle immer luftdichte Verpackung. Luftdicht heißt, Achtung, nicht irgendwas zum Draufstecken, nicht einfach einen Deckel drauf. Heißt luftdicht, in dem Fall hast du so ein Sealbag. Oder bei Matcha hast du hier sozusagen eine Dose, die du hier halt richtig perfekt zumachen kannst. Das ist luftdicht. Was auch wichtig ist, ist, extra das Label für dich runtergenommen, ist, dass bei Matcha einfach eine nicht durchsichtige Verpackung ist. Das heißt, du hast hier eine Dose, eine Metalldose, da kann nichts durchkommen. Da kann nichts durchkommen. Hier ist ein Schraubverschluss, hier ist eine Gummierung, da kommt einfach nichts durch. Das ist fest, luftdicht, kein Licht kommt rein, keine Luft kommt rein. Genau das gleiche, luftdicht verpackt, einfach hier ein Beutel. Ich weiß, diese Beutel ist in Öko ist es besser oder Papiertüte klingt ökologischer, aber es bringt nichts, wenn du es ökologisch aufbewahrst und dann schmeckt der Tee nicht, weil du brauchst in dieser Tüte, siehst du diese Beschichtung hier innen? Du hast hier sozusagen drei Barrieren. Du hast innen eine Beschichtung, die das Aroma schützt. Dann hast du Aluminium, das das schützt. Und außen hast du nochmals in Weiß in dem Fall die Designschicht. Das heißt, du brauchst diese drei Schichten, damit die Qualität absolut hält. Es bringt dir nichts, wenn du eine schöne Papptüte hast und die Qualität ist futsch, insbesondere bei hochwertigen Tees. Also, wie eignen sich Tees nicht zur Aufbewahrung? Diese klassischen Teetütchen, die du im Teefachgeschäft bekommst, wo dir der Tee eingefüllt wird, dass du den Tee mit nach Hause nimmst, das ist super, dass du frisch Tee abgepackt bekommst, ist toll, dass du Tee mit nach Hause nimmst, ist aber nicht ideal für die Lagerung. So, wenn du Tee so gekauft hast, in so einer Teetüte, dann bitte in eine schöne Teedose umfüllen und achte darauf, dass die Teedose luftdicht ist. Bitte auch nicht Tee in so einer Glasdose. Also, es gibt ja auch oft aus Glas Dosen zum Draufgeben, sieht toll aus, wenn man sagt, ah, im Glas kann ich den Tee besser sehen und so weiter. Stimmt, du kannst ihn besser sehen, aber der Tee sieht auch, nämlich viel Licht, tut ihm überhaupt nicht gut. Also undurchsichtiger, luftdichter Container. Und das dritte ist, achte darauf, dass hier drinnen keine Feuchtigkeit reinkommt, weil Feuchtigkeit zerstört, killt den Tee. Ja, und natürlich, nur wenn es luftdicht ist, ist dein Tee auch vor Aromen geschützt. Wenn du jetzt einfach aus dem Teefachgeschäft so einen Papierbeutel nimmst und den irgendwo reinstellst und daneben ist deine Zimtdose oder daneben ist deine Gewürzdose mit Nelken und so weiter und so fort, nicht ideal. Okay, wie lagern Japaner ihre Tees am liebsten? Im Kühlschrank. Im Kühlschrank fühlt sich der Tee wohl. So mag es der Japaner. Beim Kühlschrank darfst du aber darauf aufpassen. Achtung, im Kühlschrank kann sich auch
wenn du es ständig rein und raus holst, wenn der Kühlschrank ständig offen ist, wenn du den Tee ständig raus und rein nimmst, kann sich auch schnell Kondenswasser bilden. Darauf darfst du aufpassen. Wie passt du darauf aus? Aus dem Kühlschrank rausnehmen, den Tee schnell rausnehmen, Container wieder zurückbringen und immer im Kühlschrank lassen. Kühlschrank haben, rausnehmen, warm werden lassen, wieder reingeben ist nicht ideal. Ganz kurz nehmen, verwenden, wieder zurück ist ideal. Achtung, die Kühlschranklagerung ist jetzt nicht für alle Tees optimal, ist optimal für japanische Grüntees und für Matcha-Tees. Ansonsten empfehle ich euch, was ich bei mir zu Hause habe, ist ein eigenes Teeregal aus Holz, ganz komplett neutral. Da lagere ich meine Pu'er-Tees, da lagere ich meine Oolong-Tees, da lagere ich auch meine Schwarztees, damit denen nichts passiert. Das ist ein Regal in der Küche, aber abseits von der ganzen Koch-Area. Also, wenn ich hier in der Küche wäre, dann wäre das sozusagen hier auf einem eigenen Regal, habe ich ein Teeregal. Wenn du kein Teeregal hast, reicht auch ein Bücherregal, das du dazu verwenden kannst. Wichtig ist, dass du ein Regal findest, wie zum Beispiel hier zwischen den zwei Fenstern, dass nicht auf das Regal direkt das Licht drauf scheinen kannst, sondern dass der Platz so ist, dass das Licht vom Rücken hereinkommt, sodass, wenn ich bin jetzt der Tee, ich bin hier im Regal. Wenn ich hier im Regal bin, passiert mir nichts, kommt kein Licht an mich ran. Und zusätzlich bin ich dann in diesem Regal drinnen in luftdichten Containern abgepackt. Das sind die wichtigsten Hacks, wie du Tee lagern kannst. Also nochmal zusammengefasst, nicht bei der Spüle, nicht beim Herd, beim Kochen, nicht bei den Gewürzen, nicht offen rumstehen, sondern entweder frisch und kühl im Kühlschrank oder trocken, dunkel, auf jeden Fall in nicht durchsichtigen, luftdichten Containern. So lagerst du Tee richtig, so sorgst du dafür, dass du auch noch Jahre nachher an deinem Tee Freude hast. Insbesondere bei gelagerten Tees ist es wichtig, dass die Temperatur hält. Und wenn du wirklich Tee lagern möchtest, wenn du zum Beispiel ein echter Fan bist von Pu'er-Tee oder von Oolong-Tees, lange Jahre gelagert, dann wäre mein nächster Tipp, im Weinkeller ihn zu lagern. Was ich bei mir zu Hause auch habe, in meinem Teeregal habe ich einen Weinkühlschrank für Tee, wo die Tees gekühlt sind, die es gern kühl brauchen. Das Coole am Weinkühlschrank ist, er hat eine andere Feuchtigkeit als der normale Kühlschrank. Dort sind deine Tees viel, viel besser gelagert. Und wenn du lange lagern möchtest, kühler, trockener Keller ist perfekt. Das waren die Tipps zur Teelagerung. Danke fürs Einschalten, Daumen hoch und abonnieren den Kanal. Freut mich sehr. Und wenn du eigene Erfahrungen hast, wenn du eigene gute oder schlechte Erfahrungen mit Teelagern gesammelt hast, dann hinterlass mir hier gerne einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Teepapst.